möchte jetzt zeigen, wie man Sonderzeichen einfügen kann. Ich gebe mit dem Cursor eine bestimmte Stelle des Textes, wo ich eine Sonderzeichen einfügen möchte, das wäre hier, und gehe dann auf Einfügen, Sonderzeichen. Ich kann hier zwischen verschiedenen Schriftarten wählen und wähle mir dann hier irgendein Sonderzeichen, wie zum Beispiel dieses Copyright-Zeichen, klicke auf OK und an der Stelle, wo ich vorher den Cursor gehabt habe, erscheint dann dieses Sonderzeichen.